Hey, wusstest du, dass wir Frauen rund 3,5 bis 4 Jahre unseres Lebens in den Spiegel schauen oder vor dem Spiegel verbringen, während Männer etwa 34 Sekunden pro Tag dafür verwenden? Wahrscheinlich stehen sie vor dem Spiegel und sagen, läuft. In meiner Wohnung gibt es keinen Ganzkörperspiegel. Es gab es schon in München im Zimmer nicht. Ich finde es gar nicht immer so gut. Ich habe so kleine Spieglein. Warum komme ich heute gerade auf das Thema Optik? Gestern habe ich ein Foto gesucht und dabei einen alten USB, respektive ein USB mit alten Fotos durchstöbert aus 2013, 2014. Und kennst du das? Ach, herrje, war ich da hübsch, hatte ich volles Haar, war ich da schlank? Was weiß ich, was deine Themen sind? Und nicht gemerkt, wie mein Herz sich öffnete für ein komplett falsches Bild. Versteh mich richtig. Ich finde Übergewicht nicht unbedingt gesund. Sind wir uns einig? Es belastet den ganzen Körper, den ganzen Kreislauf. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht zu der heutigen Zeit? Keiner will mehr richtig kochen, die einen Fastfood, die anderen nur noch Bio. Überall gibt es Rolltreppen, auf dem Feld gibt es Mähdrescher und so, Traktoren, die uns die Arbeit abnehmen, wo man früher mit Pferd und Pflug und Wagen war und Ochsen. Und am Morgen schon Speck und Rösti essen musste, um genug Power zu haben. Wir rennen ins Fitnessstudio. Und diese Welt ist fake geworden. Nichts gegen Eingriffe, falls du einen hattest, wirst du deine Gründe dafür gehabt haben. Ich rede einfach generell davon, dass wir uns Magenbänder, Magenbypass machen lassen und Schönheits-OPs. Ich sage das völlig wertfrei und neutral. Aber wir leben in einer Fake-Welt, wo vieles fake ist. Und in dieser Fake-Welt echt und authentisch zu sein, das ist die Challenge. Schau mal den Baum an hinter mir da. Siehst du? Der fragt sich nicht, ob er zu dick ist. Also habe ich diese Gedanken zugelassen, ohne es richtig zu merken, dass es mir immer schlechter ging. Und ich einfach gestern Abend immer noch ein Thema damit hatte, meine Gefühle, den Regulator an meinem Gefühlsthermometer mit Essen zu regulieren, mega traurig war, die Kontrolle zu verlieren und eines Tages meine Schuhspitzen nicht mehr anfassen zu können. Da hat Gott einen Engel auf zwei Beinen geschickt, einen lieben Freund, der vorbeikam. Mir war gar nicht bewusst, dass es mir eigentlich schlecht geht. Hatte mich ja entschieden, jetzt 4 Tage zu fasten, um mich irgendwo selber zu strafen und wieder runterzukommen. Mit dem lieben Freund war ich dann einen Waldspaziergang machen. Und er sagte eine Äußerung über sich, die mich sehr traf. Nicht negativ. Er sagte nämlich, dass er sich selber liebt, wie er ist. Und wenn wir glauben und es nicht nur hier wissen, sondern hier fühlen, dass Gott uns bedingungslos liebt, ob wir klein, dick, groß, dünn sind, wie können wir uns dann nicht selbst lieben? Ich meine damit nicht, dass wir unsere sündige Natur lieben sollen, unser Fleisch, sondern vielleicht unsere Einschränkungen, unsere Optik. Ja, ich selber entspreche nicht dem Body Mass, den die Welt vorgibt. Und damit fertig zu werden. Entweder traure ich jetzt dem nach
was ich hatte, verurteile und kasteie mich. Oder ich sage, es ist okay. Selbst wenn ich mal ein Brötchen esse, ein Keks esse, ist es okay. Eine liebe Freundin, ich nenne sie Mausi, hat mir mal gesagt, und sie ist wirklich Haut und Knochen, meinst du, ich habe weniger Probleme als du? Wir wollen heute aufhören, ob du Frau oder Mann bist, mit Body Shaming. Es ist an der Zeit, dass wir uns selber lieben, unsere Geschichte umarmen und sagen, hey, so cool, dass wir alle unterschiedlich sind. Stell dir vor, jeder hätte die gleiche Figur, würde optisch gleich aussehen. Aber Gott ist ein kreativer Gott, so wie er auch im Wald ganz verschiedene, siehst du, ganz verschiedene Pflanzen und Bäume und Sträucher geschaffen hat, hat er auch uns unterschiedlich geschaffen. Natürlich habe ich früher gedacht, wenn mir jemand sagte, Gott hat dich geschaffen, ja, nein, so dick aber nicht. Und natürlich haben wir eine Verantwortung, gute Verwalter zu sein. Ich habe jedoch heute im Austausch mit meinem guten Freund, ich nenne ihn Daniel, gemerkt, dass ich vieles, was ist mein Next Step, was kann ich daraus lernen, was kann ich da tun, wie kann ich da vorwärts gehen. Bis heute war mir das nie bewusst, dass das so der alte Bund eher ist, so dieses Gesetzliche, dieses Ich muss leisten. Im neuen Bund ist, was tut Jesus an mir? Es ist bereits nämlich alles vollbracht. Natürlich muss ich ihm nehmen und glauben, das abholen, aber wenn Jesus etwas verändern möchte, dann wird er es zeigen. Deshalb sei immer du selbst, weil alle anderen sind bereits vergeben. Denk nicht in engen Boxen. Denk weiter, denk größer. Verbringe nicht so viel Zeit damit, dich über das Äußere, über Kleider, über Figur zu definieren, nachzudenken. Verbringe lieber Zeit mit Gott oder mit seinem Wort. Das ist, was das Leben bringt. Der Teufel ist clever, er zeigt uns immer, was wir nicht haben. Aber es ist unsere Verantwortung, auf unser Herz Acht zu geben. Und ich habe gemerkt, dass ich da kein guter Wächter war. Weil diese Sachen kommen unterschwellig, sie kommen nicht und klingen, hallo, ich bin der negative Gedanke, deine Fotos von früher, da sahst du noch gut aus, heute, es kommt nicht so. Es kommt so leise schleichend, dass du es kaum merkst. Ich habe geheult heute im Wald und war dankbar, dass Gott da war und der Daniel da war. Gott führt uns durchs dunkle Tal und manchmal benutzt er dazu auch Menschen. Menschen wie dich und mich. Ich setze heute über dir frei, dass du wunderbar geschaffen bist, denn wunderbar sind Gottes Werke. Psalm 139, Vers 14. Zephania 3, 17. Wenn Gott an dich denkt, dann jubelt er. Und Gott hat nur gute Gedanken über dich, Gedanken der Freude und nicht des Leides. Denk ans Kreuz. Deine Gedanken und seine kollidieren und werden zu seinen Gedanken. Lass uns die Perspektive Gottes auf uns abholen. Wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt, aber wir sind oft so diesem Einfluss ausgesetzt und das ist wie Säure, das uns zu zerfressen droht. Und dann gilt es, auf den Felsen zu stehen, der Jesus ist. Deshalb nein zu Body Shame, nein zu sich schämen über sich, seinen Körper, seine Optik. Nicht über das sündige Verhalten, das hast du verstanden. Der Sommer kam nicht zu früh, 5 Kilo zu früh, sondern du bist, wer du bist. Du bist du und das ist der Clou. Go for it, go for Jesus. Es geht nämlich nur um ihn. Aber der Teufel lenkt uns ab auf das Ich. Ja, ich bin zu klein, zu dick, zu wenig langes Haar. Was weiß ich. Diese Lügen schmeißen wir weg und holen die Wahrheiten Gottes.
Ich bin sein Geschöpf, sein Gedanke. Und wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, Gott vergisst mich nicht. Ich bin immer vor seinen Augen. Er wollte, dass ich bin. Ich bin genau richtig. Halleluja. Amen.